Abenteuer erleben, Freiheit spüren, den Horizont erweitern und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderungen spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß. Seit April 2021 erkunden wir die Welt nun auf Zweirädern. Wohin werden uns unsere Wege führen und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Ah, wir sind angekommen. Es ging alles noch ein bisschen länger als gedacht. Hatten dann aber eine ganz gute Überfahrt, waren gleich noch einkaufen. Also wir haben jetzt das Nötigste schon mal da. Es ist soweit alles tippitoppi hier drin. Sieht einigermaßen sauber aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Internet und die Heizung. Aber ansonsten haben sie hier tapfer installiert, den Ofen, den Gasherd, sogar eine Geschirrspülmaschine hätten wir hier. Wir durften sogar unsere schönen Fahrrädchen hier reinstellen, das ist auch toll. Und die waren eigentlich super nett. Morgen kriegen wir dann die restlichen Sachen installiert. Und wir haben schon eine Kleinigkeit gegessen und Sachen eingeräumt und freuen uns jetzt auf eine Dusche und aufs Bett. So, guten Morgen. Wir hatten eine ziemlich ruhige Nacht. Hier ist echt totale Stille. Ist wirklich toll und der Ausblick. Daran kann ich mich gewöhnen. Was sieht einer an? Wir haben einen ganzen Zoo vor der Haustüre. Einmal diese süße Katze hier. Und diesen kleinen süßen Hund. Die beißt immer so, aber nicht böse, sondern eigentlich so im Spiel. Und die Hündin hier. Die ist auch sehr putzig. So ein richtiger Schmusehund. Ja, hallo. Na du. Ja, du bist eine ganz feine, bist du. So lieb. Und die neidische Katze natürlich. Ja, der Einkauf vor Weihnachten fällt immer groß aus, gell? Ja, wir wollen backen. Oh ja, wir haben echt viele tolle Sachen geplant. Von Zimtschnecken bis über Linzertorte, Mohnkuchen, was weiß ich alles. Oh, da können wir gleich noch einen zweiten Wagen mitnehmen. Ein Wagen geht allein drauf von zum Beutel. Geil. Gut, oder? Naja. Der Supermarkt von. Ja, es gibt auch eine Supermarktkatze, die ist ziemlich fett. Gut, nimmst du. Dann mal rein da. Ich nehme auch noch einen mit, ja. Yeah, wir sind wieder da. Nach so circa 3,5 Stunden sind wir fertig. Völlig am Ende mit den Nerven. Wir waren in 3 unterschiedlichen Supermärkten und in einem fetten Gemüseladen. Unsere Ausbeute sieht so aus. Wir haben all unsere Fahrradtaschen gefüllt. Jetzt kann Weihnachten kommen. Wir haben auch echt Special-Zeug gekauft. Wir müssen dann mal ausrechnen, was wir ausgegeben haben. Wir haben echt viel Geld ausgegeben. Aber wir haben auch sehr tolle Dinge. Zum Beispiel Tofu-Kebab. Kann man immer gebrauchen. Nee. Und zwar, dieses Weihnachten wird ganz besonders, weil wir nämlich statt gemeine Haselnüsse gemeine Pistazien haben. Yeah! Mega gut.
Also die erste Farbe ist ja die schönste. Da! So, jetzt müssen sie noch 380 Grad schmoren für 20 Minuten. Und dann können wir die guten Teile verkosten. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wir machen einen Fahrradausflug zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, es ist echt schön hier. Wir sind jetzt nur 10 Kilometer weiter im Westen gefahren und sind jetzt auf so einer kleineren Straße unterwegs und es kommen eigentlich hier nur noch zwei größere Ortschaften und ansonsten ist ja alles Natur. Gerade hat es an der Tür geklingelt. Es ist der 31.12. kurz vor 11. Und ich wurde einfach mal überrascht von unserem Nachbarn nebenan. Der hat einfach hier so süße Stückchen vorbeigebracht. Und echt so eine ganze Ladung. Ich krieg's gar nicht auf. Die ganze Ladung voller Baklava. Alter. Mit Pistazien obendrauf, mit Kokos. Und dann hier diese Böllchen. Schokobällchen. Zum Glück hat er Süßes gebracht. Da kann er nicht so viel falsch. Also, wir sind echt mega, mega begeistert und überwältigt schon wieder von dieser Gastfreundschaft. Also es sind, ist ein Pärchen aus der Türkei, die aber jetzt schon 15 und 10 Jahre hier leben. Und dann habe ich ihnen auch gleich mal was von unseren leckeren Zimtschnecken beziehungsweise Schoko-Pistazien-Haselnuss-Schnecken rübergebracht. Kannst du mal ich auch gleich mal zeigen. Ich denke, da haben sie sich auch ziemlich drüber gefreut. Und jetzt genießen wir den Abend mit einem Film, nachdem wir uns vorhin heftig gestritten haben. Ja, bleibt spannend, ob es irgendwie ein schwieriger Jahreswechsel. In den 8 Jahren, in denen wir zusammen waren, haben wir uns, glaube ich, die letzte Woche so mit am heftigsten gestritten, glaube ich. Also es bleibt irgendwie spannend und wir sind gerade irgendwie in einem schwierigen Status. Mal gucken, was passiert.
diese Kringel, die wir bekommen haben, die wollten wir schon immer mal kosten. Aber ich habe da gerade so einen kleinen Schreck gekriegt, als ich reingebissen habe, weil da ist irgendwas Flüssiges drin. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist so süßer. Sirup oder sowas? Ja. Die sind echt verdammt süß, ja, die Sachen. Ich dachte eigentlich, dass es irgendwie so ein frittierter Teig einfach nur sei. Schon witzig. Aber ein schöner Brauch, dass man sich gegenseitig beschenkt, ja, mit süßen Stückchen, ja, um ins neue Jahr reinzufeiern. Finde ich echt mega süß. Das passiert, wenn man Marco zum Arbeiten zwei Handys in die Hand drückt. Der schreibt dann einfach auf beiden Handys mit unterschiedlichen Leuten. Obwohl er eigentlich arbeiten soll. Wir sind hier gerade hardcore am Arbeiten. Ich bearbeite den Ton. Sehr schwierige Angelegenheit. Sehr windig und sehr nervig. Und Marculi soll hier eigentlich sich einen Text für eines unserer Videos ausdenken und schreibt aber ständig mit Leuten. Ständig abgelenkt, der Typ. Ja, ja. Meint, er ist schon bei der Hälfte, aber das Video ist halt auch nur 10 Minuten lang. Ich kann es mir halt auch leisten, weil ich so gut gearbeitet habe. Ja, genau, ich glaube es gleich. Außerdem habe ich Pizza für zwei Fußballmannschaften. Ja, und ich habe hier gleich das erste Video komplett, die Audiospur fertig. Okay, gleich doch nicht. Ich bin gerade bei 12 Minuten, aber es ist schon die zweite Runde. Das ist doof bei der Tonbearbeitung. Gott, bist du gut, Alter. Ja, ich bin geil. Das können wir halt nur getrennt machen, weil wir es mit Kopfhörern hören müssen. Darf man eigentlich gar nicht zeigen, aber Sizilien 1. Geil, oder? Nee, wir haben es diesmal tatsächlich so gemacht, dass wir zuerst die Rohschnitte gemacht haben. Bei den Rohschnitten sind wir jetzt kurz vor Kappadokien. Haben jetzt schon so, naja, 20, 21 Videos rohgeschnitten. Und jetzt haben wir aber gesagt, jetzt fangen wir mit dem Audio-Bearbeiten an, weil wir die jetzt mal veröffentlichen wollen langsam. Da wir die alle 2 Wochen veröffentlichen wollen, können wir dann uns hoffentlich einen Vorsprung erarbeiten, sodass wir dann die restlichen Videos weitermachen können. So der Plan. Aber wenn es natürlich so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Oh Gott. Das ist so furchtbar. Alter. Süße Freundin. Ich bin schon bei 18 Minuten. Ich hab schon gesehen. Thank you.
Wir sind heute wieder auf Wandertour und freuen uns schon richtig auf die Sonne auf dem Gipfel später. Sind auf Höhe des Meeres gestartet, heute früh um 8 schon, und sind voller Tatendrang. Nach dem schwierigen Start in Girne mit unserer Arbeitsstelle im Hostel genießen wir es nun sehr, in unseren eigenen vier Wänden ungestört und intensiv an unserem Herzensprojekt, unseren Reisevideos, zu arbeiten. Wir kommen gut voran und es ist schön, dieses Jahr mit einem derart intensiven Rückblick abzuschließen. Mit unserem Umstieg auf Fahrräder im letzten Frühling haben wir etwas für uns völlig Neues gewagt, ohne jegliche Vorkenntnisse und ohne auch nur Probe zu sitzen. Auf unseren treuen Stahleseln sind wir einfach losgeradelt und haben es bisher keine Sekunde bereut. Auch wenn es natürlich nicht immer nur leicht und spannend ist, mit dem Rad die verschiedensten Landschaften und Länder zu durchqueren, sind wir überglücklich, diese so besondere Reiseart gewählt zu haben und derartige Abenteuer erleben zu dürfen. Diese Zeit lehrt uns mehr als jede zuvor und unsere gemeinsam gesammelten Erinnerungen bleiben für immer. Dass wir diesen Winter letztendlich auf Zypern und in dieser magischen Umgebung gelandet sind, in der wir neben der Arbeit auch noch viele Möglichkeiten zum Erkunden und Genießen haben, eine bezahlbare Unterkunft gefunden haben und auch einfach mal für ein paar Wochen ein fixes Bett und sogar einen Backofen nutzen können, gehört zu den glücklichen Fügungen, die wir stets aufs Neue während unserer Reise erfahren dürfen. So oft öffnen sich zur richtigen Zeit die passenden Türen und es treten Möglichkeiten in unseren Reisealltag, die wir in dieser Fülle nicht hätten planen können. Überhaupt fühlen wir uns mit diesem Minimum an Planung der Reise weiterhin super wohl. Sich derart treiben lassen zu können, offen zu sein für alles, was einem unterwegs täglich begegnet und auf diese Weise ein Abenteuer nach dem anderen zu erleben, ist das, was diese Reise neben all den wunderschönen Begegnungen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und der abwechslungsreichen, atemberaubenden Natur für uns ausmacht.
Klar haben wir eine grobe Route oder zumindest Himmelsrichtung im Kopf. Jedoch versuchen wir, diese nicht starrsinnig zu verfolgen und bereit für Veränderungen und Wegabweichungen zu sein. Diese manchmal nach außen hin planlos wirkende Art hat uns bereits in den Genuss zweier unvergesslicher Winter gebracht. Letztes Jahr auf Sizilien und dieses Jahr auf Zypern. Von den Berggipfeln hinter Lapta, dem kleinen Ort, in dem wir nun temporär leben, reicht der Blick bei klarem Wetter sogar bis hin zu den schneebedeckten Gipfeln des Taurusgebirges, welches bis an die Mittelmeerküste der Türkei reicht. Der Stausee, den man hier im Hintergrund sieht, der deckt zum Großteil tatsächlich die Trinkwasserversorgung hier auf Nordzypern. Und das war ein ganz großes Projekt, was die Türkei finanziert hat auf der Insel. Und unvorstellbar, aber es gibt Wasserleitungen vom Festland, von der Türkei bis hierher. Und das transportiert quasi das Bergwasser von der Türkei in diesen Stausee. Und von dem Stausee aus wird es dann verteilt über Nordzypern. Unvorstellbar. Aber scheinbar sind die Sommermonate halt doch sehr trocken und es wird nicht genügend Trinkwasser eben bereitgestellt durch die Berge hier. Wanderungen wie diese tun unseren mittlerweile doch sehr aufs Fahrradfahren ausgerichteten Muskeln immer extrem gut und erinnern uns daran, dass eine zu einseitige Bewegungsform nie zu empfehlen ist. Dass wir während unserer Fußreise keiner ausgleichenden Bewegung nachgegangen sind, haben wir spätestens gemerkt, als bei unserer ersten Yoga-Einheit auf Sizilien so gut wie gar nichts mehr ging. Das wollten wir daraufhin besser machen, sodass wir seitdem eine Yogamatte mit uns durch die Welt karren, welcher wir im Fahrradalltag täglich versuchen, Aufmerksamkeit zu schenken. Davor bewahrt, dass wir nach dieser Wanderung abends kaum noch aufrecht laufen konnten und höllischen Muskelkater bekamen, hat uns unsere Yoga-Praxis dann allerdings doch nicht. Da wird jemand unruhig. Ja, du darfst runter. Na, Pipiboy? Hier ist wieder mal der ganze Zoo versammelt. Vor unserer Haustür. Die zwei Hundis und die zwei Kätzchen. Gemütlich bei euch beiden.
Wer liegt denn da? Ach, jetzt ist er aufgewacht. Mensch. Eine gemütliche Katze. Auf in ein neues Abenteuer. Schon bei unserer letzten großen Wanderung durch die Berge hinter unserer Wohnung haben wir unzählige weitere, verheißungsvolle Wege und durch Tiere getrampelte Pfade entdeckt, welche wir gern noch ausprobieren würden. Da sich das Wetter im Winter auf Zypern doch wechselhafter herausgestellt hat, als wir bei unserer Ankunft im November auf der Insel angenommen hatten, heißt es für uns stets, die Sonnenstunden für kleine Abenteuer oder auch einfach einen Spaziergang entlang des die meiste Zeit wilden Meeres zu nutzen, um unsere Köpfe zu lüften und neue Kapazitäten für sprudelnde Kreativität zu schaffen. Wanderungen querfeldein stehen sowieso stets ganz oben auf der Liste unserer liebsten Aktivitäten. Alles in allem haben wir es keine Sekunde bereut, uns für einen Winter auf Zypern entschieden zu haben. Wir sind völlig ohne Erwartungen und Bilder im Kopf auf der Insel gestrandet und wurden von der Natur, die sie zu bieten hat, einfach nur überwältigt. Leider Sackgasse. Wie kommen wir denn jetzt weiter am besten? Also man kommt runter, aber es ist dann relativ weit unten. Und wir wollten ja eigentlich weiterlaufen. Hoch auf den Bergsattel. Um dann zu der anderen Stelle noch zu laufen. Insofern können wir jetzt entweder nur weiter außen rum gehen oder halt, ich weiß nicht, zurück halt. Aber auch scheiße. Bin schon so weit in die Richtung gelaufen.
ey, Fern und wir, das ist irgendwie immer ein richtiger Stress. Es ist jetzt 8 Minuten vor Boarding. Wir haben noch so 6 Kilometer durch die Stadt vor uns und Marco druckt jetzt gerade noch unsere Testergebnisse aus für die Fähre. Und ich habe echt Schiss, dass wir das irgendwie nicht rechtzeitig schaffen. Weil hier gibt es immer sehr viel Stau und ja, oh Gott, das ist so furchtbar immer mit uns. Dabei sind wir um 6 aufgestanden, hätten es eigentlich schaffen müssen. So überstürzt unsere Zeit auf Zypern begonnen hat, so abrupt und spontan müssen wir die Insel nun am Ende auch wieder verlassen. Wir wären gern noch etwas geblieben. Doch unsere Aufenthaltsgenehmigung wurde endgültig nicht weiter verlängert. Und so treten wir voller Vorfreude auf alles, was uns dieses Jahr erwarten wird, die Rückreise in die uns mittlerweile so vertraute Türkei an. Wir haben große Pläne für dieses Jahr, in welchem wir immer weiter in Richtung Osten, in für uns völlig neue Länder, Landschaften und Kulturen reisen werden. Unser Winter auf Zypern war geprägt von Höhen und Tiefen, vielen Ideen, Wünschen und Vorstellungen, die vielleicht nicht alle aufgegangen oder wahr geworden sind, die uns aber gemeinsam wieder weitergebracht haben. Neben all den Dingen, die wir diesen Winter kreiert und geschafft haben und auf die wir sehr stolz sind, haben wir zwar viel gestritten, uns aber auch wieder versöhnt und darauf besonnen, dass vor allem unsere intensive Zeit zu zweit diese Reise so besonders für uns macht. Überraschung! Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, einen Kommentar sowie ein Abo, damit du keine Videos mehr verpasst.